Schon in den ersten Minuten auf indischem Boden erlebt jeder Tourist am eigenen Leib, dass Indien bei uns in Deutschland zwar mystisch, esoterisch und romantisch dargestellt wird, aber die Realität natürlich ganz anders aussieht. Nach 20 Stunden Anreise ist man schon einigermaßen durch die Mangel gedreht und steht nun in großer Hitze samt hoher Luftfeuchtigkeit im eigenen Saft. Alle möglichen Gerüche und optischen Eindrücke stürmen auf mich ein. Dies ist der Beginn des indischen Kulturschocks, der mich als erstes gefangen nimmt. Und genau das wissen die Inder und kommen im Dutzend auf mich zugestürzt, belabern mich, wollen mir auf die eine oder andere Weise Geld abzocken. Sie lassen mir kaum Zeit und Luft zum Atmen. Es gibt in ihrer Welt kein Distanzgefühl und keine Privatsphäre. Sie springen mir praktisch direkt ins Gesicht, wie diese Dinger in dem Alien-Film. Diese stressige Situation bietet sich jedem Indienreisenden dar, es gibt kein Entkommen. Ein halbwegs vertrauenswürdig aussehender Inder zeigt mir in meinem Reiseführer, in welchem Ticket-Office ich ein Zugticket bekommen könnte. Natürlich ist das ein gut gespielter Trick, mit dem ich irgendjemand in das Reisebüro seiner Verwandtschaft lotsen will. Aber da ich im Moment sowieso mies genug drauf bin und Lust habe, mich mit jemandem anzulegen, spiele ich einfach mal mit und steuere dem Höhepunkt dieses Theaterspiels entgegen. Ich steige also in eine weitere Rikscha und komme in einem nicht sehr vertrauenserweckenden Reisebüro an, die mich lieber nach Kaschmir ins Gebirge schicken wollen. Es reicht, es folgt der Gegenangriff. Ich gehe sofort raus, mache die Rikscha-Leute zur Sau und befehle ihnen, mich in ein gescheites Ticket-Office zu bringen und schlage ich sie und ihre scheiß Rikscha kurz und klein. So geht die Fahrt weiter. Um die Atmosphäre zu beruhigen, fragt mich der Beifahrer und Übersetzer, was ich denn so beruflich mache. Diese Frage ist im Moment ohnehin schwer zu beantworten, und wenn die mich schon an der Nase herumführen wollen, erzähle ich halt auch ein paar Märchen und gebe mich als Kampfsportlehrer nach 15 Jahren Dienst in der Armee aus. Das stößt auf helle Begeisterung und Respekt, und ich muss mein Können schon während der Fahrt demonstrieren. Also quäle ich den Beifahrer und Übersetzer. Im zweiten Reisebüro angekommen, springt der Beifahrer und Übersetzer gleich sehr enthusiastisch hinein und erzählt seinen Spießgesellen unter lautem Heidala Heidala Gebabbel, dass er Rambo persönlich angeschleppt hat. So muss ich weiter vor drei Indern, die mit weit offenem Mund und Augen staunen, demonstrieren, was mir so einfällt. Dabei muss ich sehr aufpassen, dass ich ihnen nicht die Gelenke aus der Verankerung reiße, denn der Inder an sich ist nicht sehr stabil gebaut. Das muss man sich einmal bildlich vorstellen. So grotesk können die ersten Stunden in einem fremden Land verlaufen. Jedenfalls erklärt man mir freundlich und ausführlich, dass man in Indien nicht ganz so einfach wie in Frankfurt oder Berlin aus dem Flieger in die Bahn steigen kann, weil hier doch einige hunderttausend Menschen am Tag bewegt werden. Und die Züge in meine Richtung seien in den nächsten Tagen bereits überbucht, was man mir live über Internetbuchung vorführt. Aber die Jungs sind natürlich motiviert, mir innerhalb von 15 Minuten einen Langstreckenfahrer zu organisieren, der mich in 6 Stunden 250 Kilometer nördlich nach Haridwar fährt. Ich lümmle gemütlich auf dem Rücksitz herum und genieße die Aussicht auf die völlig trostlosen Stadtteile Delhis, durch welche wir den Ort des Geschehens verlassen. Natürlich war es die Absicht aller Inder in Delhi, mir etwas zu verkaufen, mich übers Ohr zu hauen. Und natürlich existiert irgendwo am Bahnhof ein Ticket-Office mit Tourist-Quota-Tickets, wenn man es denn findet. Aber dieser Deal war gar nicht einmal so schlecht für mich. Ich habe sie noch runtergehandelt und mein Ziel erreicht, innerhalb weniger Stunden und ohne größere Planung oder Vorbereitung Delhi zu verlassen. Denn der Ort kostet einen nur Zeit, Nerven und eine Menge Geld. Im Gegensatz dazu, dass der Reiseführer seitenweise über Delhi und seine Sehenswürdigkeiten berichtet, sind sich alle Touristen, die ich später treffen werde, einig, dass man seinen Aufenthalt dort so kurz wie möglich halten sollte. Haridwar habe ich mir als erstes Reiseziel ausgesucht, weil es eine relativ bekannte, heilige Stadt am Ganges ist. Und ein Zweck meiner Reise ist es unter anderem, auch von dieser Seite Indiens einen eigenen Eindruck zu bekommen, vor Ort, live und in Farbe. Und so steige ich nach 6 Stunden tatsächlich in Sichtweite eines Ghats aus. Ein Stadtteil, der direkt am Ufer des Flusses liegt, mit Treppen, die in den heiligen Fluss führen. Aber als erstes wirst du als ankommender Tourist schon wieder von allerlei aufdringlichen, geschäftstüchtigen Indern bedrängt, die dir etwas verkaufen oder dich irgendwo hinfahren wollen. Ab hier schleift sich für das nächste halbe Jahr die Gewohnheit ein, schon während der Anfahrt den Lageplan und die in Frage kommenden Hotels in Cien einzubrennen, bei Ankunft schnell aus dem Fahrzeug zu springen und schnellen Schrittes die Phalanx der heranstürmenden Inder zu durchbrechen. Als Tourist in Indien ist es teilweise schon ein wenig wie Kickboxen. Wenn man stehen bleibt und dem Feind ein Ziel bietet, hat man verloren. Man muss ständig in Bewegung bleiben, den Gegner nicht ranlassen und alles, was man tut,
muss man mit großer Entschlossenheit tun. Das gilt insbesondere für die Teilnahme am Straßenverkehr. Erfolgreich in einem netten Mittelklassehotel zum Preis von 8 Euro eingecheckt, stelle ich mich erst einmal unter die Dusche und danach ist das weiße Hotelhandtuch original schwarz.